Ja, hallo, Freunde der guten Laune, besser Zeitung und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zum Friseursimulator auf der Xbox, aber auf der PlayStation. Das könnt ihr für einen schmalen Taler ergattern und für mich, auch wenn man vielleicht mit dem Friseur nicht allzu viel am Hut hat und einfach nur hingeht, um sich die Haare zu schneiden, finde ich echt gut gemacht, denn wir können unseren eigenen Friseursalon hier errichten, aber nicht nur einen, sondern insgesamt 3 bis 4, bin ich der Meinung. Und hinzu kommt, wir müssen natürlich auch Mitarbeiter einstellen und das werden wir jetzt in der Folge einmal tun. Und die werden im Endeffekt auch für uns arbeiten. Aber dafür brauchen wir natürlich ein bisschen mehr als nur einen Sitz. Also wir brauchen im Endeffekt, der ist für uns bestimmt und je mehr wir holen, desto mehr Mitarbeiter können wir einstellen. Wir werden uns jetzt nochmal 2 separate weitere Sitze, Spiegel und so ein kleines Schränkchen hier holen, damit dann auch die Mitarbeiter hier dran arbeiten können. Denn brauchen wir, um einen Mitarbeiter einzustellen, nochmal dasselbige. Also das heißt, wir brauchen einmal den Sitz hier. Kunststoff, Metall, den kaufen wir einmal. Dann brauchen wir so ein kleines Regal. Wo war das gewesen? Ja, das hier war. Das war bestimmt. Das holen wir einmal. Dann brauchen wir noch den Spiegel Opium. Das ist ja keiner Name. Und dann müssten wir eigentlich die noch aufstellen. So, nehmen wir uns mal. Einmal öffnen. Und hier hinstellen. Wir packen die mal jetzt einfach hier hin. So, nah an der Wand. Und dann müsste dadurch unser Mitarbeiter, na, verdammte Scheiße, was ist das denn? Ist ja der Falsche. Können wir ihn trotzdem irgendwie so benutzen? Probieren es mal. Dreh mal. So. Aber der Stuhl. So, und der muss ja im Gegensatz vom Spiegel ein bisschen stehen. Nämlich. So, ja. Irgendwie. Na? So. Okay. Kurz nochmal zum Shop gehen. Welcher war denn das gewesen hier? Hier oder der war das gewesen? Ach, für $40. Das ist der günstiger, oder was? Okay. Dann packen wir den mal kurz hier weg. Er war hier hin. Ja, der war das da. So. Kann sein, dass er kurz ein bisschen dauert, bis wir Mitarbeiter bekommen. Aber dann ist schon mal vorgearbeitet. Und dann machen wir mal fix einen Termin aus. So. Einmal glätten. Und abspeichern. Jo. Genau. Ab und zu müssen wir mal ein bisschen wegsaugen. Dann holen wir mal unsere neuen Kundschaften. Da. Hallöle. Was wollen Sie denn, Schüte? Was haben Sie denn für ein Outfit an? Rasieren. Okay, da kommen Sie mal her. Die lange Mähne würde ich auch gerne abrasieren wollen. Hey, man, I have no idea what to do with that bird's nest on my head. Naja, eigentlich am besten Haare waschen bei Schuppen, aber ist in Ordnung. Aber, wie gesagt, okay. So, also einmal den Rasierer nehmen. So. Der wollte doch die ganzen Haare abrasiert haben, wa? Ja. Da lang. Da lang. Ja, du, die Frauen werden dich lieben. Oder Männer, was auch immer du gerne magst. Oder Einhörner, ich weiß es nicht. Hunde, keine Ahnung. Jeder kann ja das sein, was er gerne möchte. Lasst mich bloß damit in Ruhe. Da, da. Einmal hier, der soll ja richtig schön sauber sein. So, dann wirst du auch eigentlich nicht so weit das Problem mit Schuppen haben. Siehst du, ey, guck mal, neuer Typ, sieht gut aus. Jo. That looks sick, man. Geil, wa? Thanks for let. Now I'm ready to. I'm sure you would. The owner of. Ja, du kannst alles machen, was du willst. Okay. Ah, guck mal, wir haben einen neuen Kurs verfügbar. Die gucken wir uns natürlich dann an, wenn wir Feierabend haben, weil wir können Haare schneiden. Erst einmal, warte mal, so, brauchen wir nämlich hier mal, nee, das war es nicht gewesen, sein Staubsauger.
Oh. Muss er für den nächsten Kunden sauber sein? Gut, die Dame. Haare glätten. Na, kommen Sie her. Oh, das ist wellig. Nicht rasieren, sondern Haare glätten. Gut. Einmal durch. Och, das sieht so schön aus. Unten auch. Thema hatten wir ja so ein bisschen gehabt. Und hier einmal durch. Das sieht, also, ist immer lustig. Wie ein anderer Mensch, wenn erstmal die Haare geglättet sind. Und dann nochmal die lange Pracht. Hier, das war schon gewesen. Süß. Toll. Jetzt ist, glaube ich, ein bisschen intensiver. Da, das ist bestimmt unsere Kundin. 100 Pro. Diesen gewagten Outfit. Hab ich's nicht gesagt. So, was willst du haben? Haare befeuchten. Da kommen sie mal her. Einmal die Dusche nehmen. Sehr schön. Jetzt einmal einschamponieren. Muss aber auch mit den dunklen Haaren. Das ist natürlich ein toller Kontrast zu unserem Becken hier. Aber wir kriegen das schon hin. Oh, hoppla. Nicht durchs Gesicht gehen. Das mögen die Kunden gar nicht. Ey, früher hat man auch eine Kopfmassage bekommen. Was kriegt man auch noch selten? Man musste dafür schon mittlerweile zahlen. Früher war irgendwie alles manchmal besser gewesen. Gut, hier noch ein bisschen. 100%. Was hier hinten noch? Jetzt haben wir's. Gut, einmal abduschen. Sehr schön. Oh, guck mal, das fließt ja richtig ab da unten. Gut, Haare einmal trocknen. Kommen Sie mit. Einmal Haare durchführen. Dann müssen wir so bürsten. Alter, haben Sie dunkle Haare. Meine Herren, ey. Da wären ja die Gruftis neidisch. Gut, jetzt die Haare kämmen. Ah, die kriegen wir nicht ganz hin. So, oh, warte mal, hier hat doch gefehlt. Aber wir können ja noch Folgendes machen. Wir können ja einfach hier hingehen und darauf drücken. Da kommen wir nämlich hier besser ran. So. Oh, Haare glitten auch nochmal. Das können wir auch gleich nochmal ausprobieren. Ich glaube zu meinen, wir müssen hier rauf. Genau. Und dann können wir das hier schön einmal glätten. Sehr schön. Kommen wir nicht viel besser ran. Ja. Und jetzt einmal hier oben. Das geht wesentlich schneller. Bin man schon zu faul, die erstmal nach oben zu stecken, obwohl es nur ein Knopfdruck ist. Oder sagen wir mal in dem Fall jetzt 4. Ja. Bärbel, sieht hübsch aus. Gut, das war der letzte Kunde. Willst du den Tag beenden? Sehr gerne. Ich mal gucken, ob wir neue Mitarbeiter hier bekommen. Okay. Friseursalon, so. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was mit den Mitarbeitern gewesen. Eigentlich, na gut, okay. Wir gehen jetzt mal zu den nächsten. Ach, Dauerwelle haben wir. Krass. Aber machen wir mal Dauerwelle. Ist im Endeffekt dasselbe wie Glätten, nur andersherum. Wie bei manchen so ist, wa? Manche haben Locken, wollen glatte Haare haben. Manche haben glatte Haare und wollen Locken haben. Ist schon faszinierend. Wie gesagt, ist eigentlich dasselbe. Achso, nee, da gibt es da eine kleine Feinheit. Hier gehen wir mal ein bisschen weiter. Da gibt es eine kleine Feinheit. Wir können nämlich doch die Art und Weise wählen, die wir haben wollen. Dafür gehen wir jetzt einfach mal Werkzeug verwenden. Hierauf. Ah, so war das genau. Oder? War das richtig? Ja, anscheinend schon. Thomas, kann man kurz mal hier alles wieder hochstecken? So. Soll ich auch rankommen? Und was mache ich gerade hier falsch? So. Wie? So. Ah, jetzt. Und hier. So, jetzt nur oben. Und
die Partie auch noch. Ich sehe zwar ehrlich gesagt gar keinen Unterschied, ist aber vollkommen egal. Mir muss es nicht gefallen. Ich habe keinen Netflix und Chill nachher, aber egal. So, haben auf alle Fälle jetzt schon mal gelernt. Das ist gut. Dann können wir nämlich jetzt auch Locken wickeln. Das brauchen wir aber irgendwie noch einen Mitarbeiter. So, wir können mal ganz kurz hier Salons. Na gut, dann ist es halt einfach so. Gehen wir mal zum Termin vereinbaren. Oh, so viel. Ey, wann kann ich denn hier mal... Warte mal, ich muss doch irgendwann hier ein paar neue Mitarbeiter einstellen. Das ging eigentlich relativ schnell. Na gut. Nehmen wir mal... für 10 Uhr... So, was ist das hier? Achso, können wir auch sogar aufklappen. Jo. So. So. Und dann nur einmal so. Okay. Ja. Oh. Rasieren? Nee, Haare anfeuchten. Kommen Sie mal her. Setz dich hier hin. So, Haare sind einmal gewaschen. Wir machen es mal einen Schnelldurchgang. Ich will mit euch auf alle Fälle auch in der Folge nochmal ganz kurz die Kollegschaft durchgehen. Was sollen wir machen? Haare trocknen. So, jetzt nochmal Jahre kämpfen. Boah, ist eine Tortur hier. So, einmal durchgebürstet. Oh. Hier. Schön. Jetzt Haare. Einmal einlocken. Was willst du denn haben? Du willst, warte mal, das hier haben. Okay. Soll mal ganz kurz hier wieder hochstecken. Und einmal hier noch. Schön. Das sieht, als hätte ich nichts gemacht. So bist du quasi gefühlt auch reingekommen. Ah, Mitarbeiter freigeschaltet. Wie geil. Level 3. Na, wollen wir wetten, dass die jetzt hier kommt? Geil, da können wir gleich mit dem Mitarbeiter hier ein bisschen hantieren. Wie gesagt, vorgesorgt haben wir ja schon so ein bisschen. Hallöle! Einmal Haare kämmen. Was, Haare kämmen? Aber so schön glätten. Jetzt mal eine doofe Frage. Wer kämmt sich die Haare vorm Glätten? Also mal so kurz durchkämmen? Na gut, ja, eigentlich schon. Ja, okay. War eigentlich doof gewesen. So, und dennoch kleine Fusselchen hier. Jetzt müssen wir mal... Ah, du hast doch schon Locken, Mensch. Aber okay. Was willst du eigentlich haben? Ach, die hier. Bäh! War das falsch gewesen? Nee, war richtig. Okay. Ja, du, so nehme ich gerne Geld. Gut, das war unser letzter Kunde für heute gewesen, bin ich der Meinung. Und die haben wir jetzt alle hier mitgenommen? Oh, wahrscheinlich. Ah, der ist aber auch eine harte Arbeit heute, ey. Kommen Sie rein, können Sie rauskicken. Da oben können Sie rauskicken. So, was willst du haben? Oh, immer durchduschen. Die wird volle Programm, glaube ich, haben. Oh, schnell hier. Hopp, 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 hopp. Sehr schön. Gut. Shampoo. Mann, das Shampoo ist aber auch schweineteuer. Müssen richtig viel für zahlen eigentlich. 20 Euro fürs Einschamponieren. Wenigstens sieht man ihre Haare hier am Waschbecken. Dann war der so rabenschwarz gewesen. Gut. Einmal Haare trocknen. Was passiert eigentlich, wenn ich das hier mache? Alles gut. Och, es ist traurig. Ja, ja, passiert. Ah, letzter Kunde. Das war gut gewesen. Weil wir sind ja jetzt quasi wirklich Friseurmeister geworden. Und jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Jetzt können wir unseren ersten Mitarbeiter holen. So, 2 können wir auch gleich holen. Geht das eigentlich zufällig? Tägliche Arbeitszeit, 5 Stunden.
Mitarbeiter-Level, die haben alle Level 1, wa? So. Achso, mehr Friseurstühle. Das können wir auch gleich mal holen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was wir damit hier machen. Können wir aber mal gerne nehmen und packen wir einfach mal. Obwohl, vielleicht ist es ja auch so erlaubt. So, jetzt gehen wir mal hier auf Shop. Wie gesagt, wir müssen ja mal ein bisschen vorsorgen. So. Und Spiegel. Ich hole nur dieselben, weil es soll ja irgendwie ein bisschen gleich aussehen. So. Spiegel. Der kommt hier hin. Guck mal, der kommt ein bisschen oberhalb. Perfekt. Dann hier hin. Und hier, sehr schön. So, drehen wir noch einmal richtig. Sehr schön. Gut, jetzt können wir Mitarbeiter uns wahrscheinlich noch einen zweiten holen, hoffe ich mal. Ja, geil. So, und jetzt ist das Coole. Jetzt können wir Termine vereinbaren und sagen, hey, ich mache zum Beispiel, also ich mache die harte Arbeit. Ich nehme mir zum Beispiel, ich käme jetzt einfach nur und mache hier. So, das reicht für heute. Der Rest machen die anderen. Das ist das Coole daran. Das heißt, für mich ist jetzt quasi schon guter Gewinn. Wir haben Oh, guck mal, da sind sie. Oh. Die eine versteckt sich in der Wand. Egal. Ja, jetzt ist hier Andrang. So, du willst Haare kämmen? Ne, komm mal mit. Oh, wer zuerst fertig ist, würde ich sagen. So, wir haben jetzt alle, wir haben jetzt $275. Das müssen wir uns mal merken. Ja, hochnehmen, dass wir hier auch immer hier lang bürsten können. Und hier. So. Sauge alle Haare auf. Ach ja, genau. Das war ja auch noch ein Problem gewesen. Da bin ich schon der große Zampano, der Chef, und muss alles durchsaugen. Aber guck mal, am Ende des Tages mal gucken. Ey, guck das mal an. Guck das an. Gewinn der Angestellten 635. Ich habe $50 gemacht. Aber ey, da ist richtig viel Geld zusammengekommen. Das ist das Geile. Jetzt kann ich mich wirklich auf die faule Haut legen. Die arbeiten währenddessen und die kann mir einen Döner holen. Komm, wir machen noch einen Tag. Ja, speichern. Naja, das machen die schon. Gar nichts mehr machen. Ja, komm. Ey, ja, das ist ein guter Letzt. Heute machen wir noch wenigstens einmal etwas. Das ey, Chef sein ist schon geil, ey. Ah. So, noch einen Termin vereinbaren. Es sind aber viele schwierige Sachen dabei. Rasieren ist gut. Nö, nee, Haare glätten. So. So, da kommen unsere ganzen Kundschaften. Legen die auch gleich los eigentlich? Tatsächlich. Gut, dann werden wir mal kurz mal Haare glätten. Ja, Freunde, also, ich sag mal so. Wir sind gemachte Menschen jetzt. Business-Leute, Chefs. Und ich würde mal sagen, in der nächsten Folge können wir mal gucken, ob wir bald unseren neuen Salon eröffnen können. Aber zumindest würde ich vielleicht mal ganz gerne noch ein bisschen voranarbeiten und diesen Salon noch ein bisschen verschönern. Dass wir den vielleicht mal ein bisschen verändern. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns bei einer weiteren Folge. Wie gesagt, ich kann es euch nur weiterempfehlen. Ich kann euch gerne nochmal den Link in der Videobeschreibung da lassen. Das Spiel finde ich, wie gesagt, ziemlich gut gemacht. Und wir sehen und hören uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. So, ich bin fertig für heute. Mehr mache ich heute nicht. So, wir sagen aber doch einmal durch hier. So, das war mein Arbeitstag. Oh, Gewinn der Angestellten. Minus 2? Was haben die denn gemacht? Oh. Leute, warum haben wir so wenig Geld gemacht? Was ist da los?